Also, wenn ich mir was wünschen könnte fürs Kino, dann würde ich nach Frankreich gucken wollen. Da gibt es nämlich mehr Kinos, da gibt es unterschiedlichere Filme, die gleichzeitig laufen. Dokumentarfilme, komplizierte Filme, Kunstfilme. Und es gibt trotzdem auch noch mehr Publikum dafür. Das könnte man sich doch für Deutschland auch so wünschen. Also, mein Name ist Conny Klaus. Ich bin die medienpolitische Sprecherin von den kommunalen Kinos. Das ist ein Verband, in dem die zusammengefasst sind. Und da sind etwa 100 Kinos drin. Und dann aber auch noch Sympathisanten, Festivals, ganz kleine Initiativen. Ja, so, da kommt man so auf So, 160 Mitglieder. ja genau, weil ich 160 Mitglieder oder Kinos im Kopf hatte. Du hast jetzt ja die kommunalen Kinos mehrere Jahre intensiv begleitet, also nicht nur die Pressearbeit, sondern auch die Kongresse mit vorbereitet. Es gibt ja jedes Jahr einen Bundeskongress und auch die filmpolitische und ja, filmpolitische Zeitschrift im Grunde Kinema Kommunal herausgegeben und viel darin geschrieben. Das heißt, die letzten 6 Jahre ist die eigentlich die Praxis der gesamten bundesdeutschen kommunalen Kinos dir sehr vertraut. Genau, kann man so sagen. Kann man so sagen. Genau. Ich habe jetzt nur die Erfahrung gemacht, im letzten Jahr bin ich teilweise mit dem Film Art Girls durch die Kinos getourt und da habe ich auch sozusagen und die in den Städten unterschiedliche Situationen kennengelernt. Und wir haben ja mal zusammengearbeitet, vielleicht setzen wir da an. Ich glaube, das war 2011 bei dem Bundeskongress. Als die Frage war, welche Zukunftsperspektive entwickelt man eigentlich jetzt für die kommunalen Kinos? Und in einem Gesamtszenario, was ich damals beschrieben habe als, und bis heute auch so bezeichnen würde, als retrorealistisch, hatten wir die Überlegung, oder die ist jedenfalls seinen Raum gestellt worden, die Überlegung, dass die kommunalen Kinos eigentlich auch eine besondere Rolle haben könnten als, sagen wir mal, gleichzeitig Verleiher, Mitproduzenten und Abspieler von Filmen. Siehst du da Optionen in der Zukunft, dass kommunale Kinos als Mitproduzenten tätig werden? Das war da seinerzeit ein Kongress, wo du einen interessanten Gedanken aufgeworfen hast, nämlich inwieweit die Kinos sich nicht wirklich auch als Produzenten möglicherweise betätigen sollten. Ich glaube, die Idee überfordert die Kinos ein bisschen. Aber was sie natürlich mehr machen sollten, ist, dass sie wirklich Anwälte von bestimmten Filmen sind und da vielleicht keine Produzentenrolle einnehmen, aber schon die eines Mitherausbringers, eines Verleihs, was ja für viele Kinos oder für viele Filme ja mittlerweile Schicksal ist, dass sie gar keine Verleiher finden und dann im Eigenverleih quasi wie mit so einem Bauchladen nur noch herausgebracht werden. Und da könnten die kommunalen Kinos eigentlich eine besondere Rolle einnehmen. Und vor allem könnten sie sich natürlich und sollten sie sich als Anwalt bestimmter Filme auch irgendwie hervortun, wo sie sagen, also wir stehen ja jetzt nicht für den Mainstream, wir stehen auch nicht für das Arthouse-Kino, weil da gibt es nämlich mittlerweile doch auch ziemlich verwischte Grenzen, dass das Arthouse-Kino, da gibt es wunderbare Filme, keine Frage, aber Schon was so ich. reindrängt auch in die kommunalen Kinos. Genau, die drängen da rein, aber eigentlich muss man dann wieder zu so einer bestimmten Trennschärfe kommen und sagen, also es gibt eine bestimmte Mainstreamisierung des Arthouse-Kinos, was nämlich auch auf so ein Wohlfühlkino hinausläuft. Ja, Und ich das finde. sagt Georg Seeslin auch, dass man kriegt Und genau das, was man da erwartet und es sind keine wirklichen cineastischen Überraschungen mehr. genau, und wenn ich von den Kinos, von meinen kommunalen Kinos oder von den kommunalen Kinos was erwarte, dann eigentlich, dass die Filme, die nicht auf Versöhnung aus sind, sondern eher auf, ich sag jetzt mal, auf Diskurs, auf Verstörung. Für mich ist Verstörung gar kein negativer Begriff, sondern da gehe ich aus dem Kino raus und kau an dem Film noch eine Weile rum, ja? Und der begleitet mich dann vielleicht auch noch die nächsten Tage und mit über den Film will ich reden, weil der was in mir auslöst oder in mir was irgendwie berührt, was nicht gleich irgendwie im nächsten Glas Wein sich ertränkt. Und wenn die kommunalen Kinos solchen Filmen auch helfen würden, also du sagst, könnten sie unter Umständen sogar herausbringen. Das könnten ja nicht mehr als 10 im Jahr sein oder wie, also in welcher Weise kannst du dir vorstellen, dass das kompatibel ist mit diesen ganz unterschiedlichen Situationen, die ich da vor Ort kennengelernt habe? Also es sind ja quasi immer, jedes kommunale Kino ist in einer Stadt auf eine bestimmte Weise verknüpft.
Oft wird es von Leuten gemacht, die das seit 30 Jahren machen, die auch ganz bestimmte Programmvorstellungen haben. Kannst du dir vorstellen, dass es ein Zusammenspiel geben könnte, bei dem man zum Beispiel sagt, es gibt 10 frei produzierte, durchaus, also da kann durchaus Verstörung vorkommen, frei produzierte Filme im Jahr in Deutschland, und diese 10 Filme werden, na, sagen wir mal, in 80 kommunalen Kinos tatsächlich, sagen wir mal, 3-mal oder so oder 5-mal irgendwie vorgeführt? Oder wäre das ein zu starker Eingriff in die individuelle Programmhoheit der Kinos? Also erstens, man kann das natürlich nicht erzwingen, weil tatsächlich die Kinos ja sehr autonome Vorstellungen davon haben und da auch, also sind ja alles Kuratoren, und der Begriff des Kuratorischen ist ja schon fast nah am Künstlerischen dran. Also das kann sich quasi nur als so eine Bewegung, als so eine Sympathie herauskristallisieren. Aber was interessant ist, ist, Volker Schlöndorff hat das mal erzählt, dass die Entwicklung des neuen deutschen Films sehr eng verknüpft war mit der Entstehung der kommunalen Kinos. Und das war nämlich schon mal so in den 70er Jahren, also dass dieser Protest gegen Opas Kino, dass diese neuen ästhetischen Formen, diese Antizipation des amerikanischen Kinos und so weiter, das waren ja auf einmal Filme auf dem Markt, die normalen Riechkinos und Flebbe und Mainstreamhäuser, wie es die damals natürlich auch zuallererst und zuvörderst gab, gar nicht zeigen wollten. Und deswegen brauchten diese neuen Filme letzten Endes auch neue Abspielstätten. Und so ging das damals auch Hand in Hand, dass also wer was auf sich hielt, dann wusste, dass er in den Kinos, in den kommunalen Kinos, die ja auch eine ganz heterogene Landschaft sind, aber die Filme vorfand, auf die er gewartet hatte, nämlich Filme, die politisch waren, die eine neue Ästhetik probierten, Dokumentarfilme über Lateinamerika. Also das ging natürlich mit einer ganzen Bewegung von linken Kräften, von Aufbruch zusammen, ne? Und diese Art von Zusammenspiel ist ja schon interessant, dass es das mal gab und dass wir das jetzt eigentlich so vermissen. Meinst du, dass das in der, also oder wie müssten sich die kommunalen Kinos in der bestehenden, jetzt auch geänderten Mediensituationen, also sagen wir mal Stichwort Netflix und verschiedene VOD-Dienste und die Allgemeinverfügbarkeit, aber auch der Filmgeschichte, also großer Teile der Filmgeschichte auf YouTube. Da hat es ja verschiedenste Ansätze gegeben und intensive Diskussionen, aber was sind eigentlich sozusagen was ist der Zwischenstand? Welche Strategien findest du da vernünftig? Auf diese Motive, die du genannt hast, in einer veränderten Mediensituation irgendwie geltend zu machen. Also ich halte das für ein Gerücht, dass man auf YouTube Filmgeschichte finden würde. Also wenn ich einen Film suche, finde ich den dann nie. Vielleicht liegt das an den Filmen, die ich suche. Mhm. Vielleicht bin ich auch in diesen anderen Plattformen nicht genügend unterwegs. Also so leicht ist das nicht mit der Filmgeschichte, dass die verfügbar wäre. Und ich finde, dass auch noch ein zweites Drama nämlich läuft. Wir haben keine Videotheken mehr. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz furchtbar, dass man nicht mehr in so eine Videothek gehen kann und dann mal einen Film, der länger, schon älter als 2 Jahre alt ist, wirklich bekäme ohne weiteres. Also das ist komplizierter geworden. Es fehlt so etwas, ich meine, wir sind ja eine große Stadt, Berlin, aber wir haben keine zentrale Cinemathek, wo man alles vorfinden würde, ne? Wenn man jetzt mal nur den Aspekt der Filmgeschichte betrachtet. Also mit anderen Worten, da bleibt den Kinos schon auch genug zu tun, diese Filme immer wieder im Bewusstsein zu halten und auch immer wieder auch eine Nachfrage auch letzten Endes herzustellen. Weil wir sind ja in einer Schnittstelle, ob jetzt die historischen Filme, und da sprechen wir ja von Filmen, die jetzt von vor 10 Jahren angefangen, rückwärts die Filmgeschichte, ob die überhaupt digitalisiert werden, ob die überhaupt weiterhin im Spiel bleiben, weil die Archive sind überfordert, die haben kein Geld, die Bundesregierung will was zur Verfügung stellen, die Branche spielt nicht mit, das ist eine komplizierte Gemengelage. Mhm. Aber jedenfalls von der Filmgeschichte sind wir eigentlich weitestgehend abgeschnitten und es gibt eigentlich nur so punktuelle Momente, wo das immer mal aufploppt. Das sind fast eher die Festivals, die große Retrospektiven spielen.
Aber so wie früher, dass sich Leute mal irgendwie einen Monat Urlaub genommen haben, weil sie eine Buñuel-Filmreihe im Kino Eiszeit sich angucken wollten. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Und das hat natürlich damit zu tun, dass viel zu viele Bewegtbilder überall, aller Orten unterwegs sind. Und ja, und ich denke, man muss schon eher so einen Gegenentwurf auch wieder darin suchen. Also was macht der Normale? Der normale Kinobetrieb ist eine unglaubliche Beschleunigungsmaschinerie, ein Durchlauferhitzer. Die Filme haben gar keine Zeit, sich mehr zu entwickeln, wie man so sagt. Es gibt keine Sleeper mehr, also Filme, die man so über Wochen, auch mal so in der Matinee zu unterschiedlichen Zeiten im Programm hält und die sich einfach rumsprechen. Ne? Also da finde ich, gibt es einfach einen Auftrag an die kommunalen Kinos, erstmal so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, langsamer und weniger ist mehr und wir zeigen Filme, denen wir aber dafür dann auch einen anderen Raum geben. Ne? Mhm. Also ich war jetzt zum Beispiel bei einem Festival in Duisburg, das hat mir gut gefallen, ganz stark darauf setzen, dass keine Parallelprogramme laufen, sondern da läuft ein Programm, ein Film und danach ist eine Stunde Minimum Diskussion. Die Duisburger Filmwoche. Und die einfach sagen, jeder Film hat es verdient, dass über den lange und tief und inhaltlich gesprochen wird. Und das ist eben dann eben auch schon eine Diskussion oder wirklich ein Werkstattgespräch und kein Filmgespräch. Und das fand ich jetzt mal so als so ein Entschleunigungskonzept eigentlich ganz wohltuend zu sehen, wie ernst man den Film da nimmt. Und auch wirklich bespricht und auch möglicherweise auseinanderpflückt. Und da haben die sogar noch ein zweites Element installiert, nämlich dass es die sogenannten Protokollanten gibt, die die Diskussion nach ihrem Gusto protokollieren. Da kann es auch sehr lustige und sehr variantenreiche Kommentare geben. Das muss nichts mit der Diskussion selber zu tun haben, kann nur so als Anmut, das kann jeder individuell handhaben, aber dass die dann diese Protokolle auch nochmal so ein Weiterleben im Netz erfahren. Ne? So, und das ist einfach, das nimmt eine Vorführung ernst und indem es wirklich den Raum um die Vorführung selber nochmal so weitestmöglich erweitert. Ja, das fand ich auch immer sehr überzeugend, weil das ist wirklich eine Testsituation. Also man muss diese Schwelle schaffen und man steht ja zur Disposition. Ja. Und nicht die Werbeabteilung steht zur Disposition, sondern stehen die Uhr über. Also das kann schon, wie gesagt, auch heftig zugehen, aber es ist ja richtig, weil wir kommen ja auch nicht weiter, wenn man die Filme nicht mal auch wirklich bespricht. Also ich sehe schon auch eine große Verflachung, also gerade im Dokumentarfilmbereich, wo ich ja viele Filme sehe. Also Weil ich in der Auswahlkommission für das Doc-Film-Festival Leipzig bin. Aber was so vielleicht ganz simple Fragen sind, wie die Haltung des Filmemachers meinem Gegenstand gegenüber, was zeigt man, wo fange ich an, jemanden vorzuführen, wo werde ich spekulativ? Und diese Fragen, die vielleicht früher sehr ideologisch und sehr dogmatisch auch ausgefochten wurden, sind jetzt aber so dermaßen irgendwie vom Tisch gerutscht. Die sind ganz weg. Ja, dass man sich das fast mal wieder so herbeiwünscht, mal wieder auch so zu gucken, also was ist denn so das Ethos eines Filmemachers? Also das heißt, du hast jetzt mehrfach gesagt, so gewisse Qualitäten, die die Filmkultur mal hatte, als ja Film auch viel mehr ein Bestandteil zum Beispiel auch des Erwachsenwerdens war, also der Rite Passage, wie das Georg Siessen hat ja vor ein paar Jahren mal so einen längeren Vortrag in der Akademie der Künste zusammen mit Markus Metz gehalten, der im Grunde so eine, das war eine Art Abschied. Erstmal, dann hat er gesagt, danach müsst ihr jetzt den Abschied von den verschiedenen Funktionen des Kinos. Und natürlich immer verbunden mit der Aufforderung zu überlegen, wie man das neu erfindet oder neu positioniert oder vor allem, welche Elemente vielleicht auch gar nicht mehr so gebraucht werden, weil sie von anderen übernommen werden und welche Elemente man schärfen muss. Und in dem Zusammenhang ist ja eine der Verwechslungen, die immer stattfindet, die Unklarheit eigentlich, ob künstlerisch relevanter Film oder auch, wie das ist, verstörender, also politisch relevanter Film oder überhaupt auch für die Weiterentwicklung der Genres oder der Filmemacherei interessante Arbeiten, ob die jetzt eigentlich, wir haben gerade am Beispiel Oma Fast drüber gesprochen, ins Kino gehören und dann speziell in kommunale Kinos oder ob diese Säle eigentlich schon langsam ausgelagert werden sollten in Museen, beziehungsweise ob diese Dinge nicht stattfinden sollten oder längst stattfinden, sagen wir mal, in den Black Boxes und gelegentlich White Cubes, die dann in den Museen aufgebaut werden. Mhm. Zum Beispiel München Kino der Kunst.
ne, ist ausgewandert in den Kunstbereich, auch zu einem anderen Publikum. Wie schätzt du diese Konstellation ein? Also ich glaube, wir tun gut daran, uns erstmal von der Illusion zu trennen, dass so wie wir, also eine bestimmte Generation, Kino erlebt haben, tatsächlich als eine Art Sozialisation. Also im Kino war man zu Hause und da habe ich alles über das Leben, über die Liebe, über Politik, über Utopie gelernt. Und das war also wie so eine, ich sag mal, neben Schule, neben Eltern, sowas wie die dritte Säule. Ja? Und wenn wir, also wenn wir so über das Kino sprechen, dann haben wir einen romantischen Impetus darin. Und so empfindet das die nächste Generation nicht. Für die haben andere Säulen, die haben andere Krater, keine Ahnung was, wo die sich irgendwie ihre Sachen so rausziehen und beziehen. Meine Tochter ist 14, also die lernt alles bei YouTube. Ja? Vor allem, wie man sie schminkt und wo es die besten Klamotten gibt und wer jetzt gerade angesagt ist und was diese Blogger und YouTuber alles so zu erzählen haben. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber jede Generation hat ihre Helden. Ja? So, das ist das eine, dass wir irgendwie nicht die Augen davor verschließen dürfen, dass wir unseren Kinobegriff gar nicht in dieses Heute so eins zu eins übernehmen dürfen, weil da reden wir an der Realität vorbei. Was man aber von der Kunst lernen kann, ist, das ist ja so ein Feld, was vom Markt vielleicht noch gar nicht so ganz übernommen wurde. Ja? Also im Kino hattest du immer schon den Konflikt, dass also Film ist Kunst oder Wirtschaftsgut. Das zieht sich ja seit der Film auf den Jahrmärkten seine Geburtsstunde erfahren hat, ja als Spaltmoment, als Spaltpilz durch die Filmgeschichte durch. Weil immer großes Kapital involviert ist. Was aber jetzt in den letzten Jahren mit der Kunst auch passiert ist. Aber es wird immer von beiden Seiten bestückt, von beiden Seiten diskutiert, von beiden Seiten verwertet, wahrgenommen. Also das, ich will nur sagen, im Unterschied dazu, die Kunst hat sich vielleicht eher nochmal so einen anderen Freiraum irgendwie so ein bisschen bewahrt. Und deswegen gibt es viele Filmemacher, viele Künstler, die eben sagen, ich fühle mich da mehr zu Hause in der Kunst. Ja, da wird meinem Film eine andere Aufmerksamkeit geschenkt. Da bin ich in der Nähe von großen Namen. Da haben Kurzfilme zum Beispiel kriegen da auch, kann da ganz andere Preise zum Beispiel einfahren, wenn die einen Film in der Kunst verkaufen, im Galeriekontext als auf einem Festival. Das ist gar nicht vergleichen miteinander. Einerseits. Andererseits, ich habe noch sehr selten nur erlebt, dass Filme in künstlerisch, also in Galeriezusammenhängen wirklich gut präsentiert werden. Also ich finde, wenn ich in eine Galerie gehe, ich setze mich nicht 90 Minuten hin und gucke mir da einen Film an. Also auf einer Holzbank, ja. Auf einer Holzbank, wo die Leute irgendwie links und rechts vorbeilaufen. Also ich finde, es funktioniert am Ende für einen langen Film nicht wirklich. Das ist irgendwie Illusion. Aber ich spüre natürlich den Drang dahin und dieses, also wenn es überhaupt gut projiziert ist, ja, da sind die Räume zu hell und der Ton ist nicht wirklich abgeschottet. Also ich finde, da tun sich die Filmemacher auch oft keinen Gefallen. Aber wie dem auch sei, man spürt, dass so ein bestimmter künstlerischer Filmemacher Tross sucht ja nach neuen Orten, weil sie auch nicht mehr glücklich sind mit den Orten, die sie vorfinden. Ne? Und sag mal sowas wie Arsenal, die so Forum Expanded gegründet haben, das ist ja mal so eine Antwort, so eine Möglichkeit zu sagen, wir wollen sozusagen die Räume aufbrechen, ja? Wir gehen in die Kunst, wir gehen in Schwimmbäder und projizieren dort. Also Kino muss ja nicht mehr zwangsläufig im Kino stattfinden. Und ich finde, was man unter anderem dieser ganzen Internet-Realität entgegensetzen kann, ist tatsächlich mit den Filmen auch rauszugehen. Also ich finde nicht, dass es sozusagen dieses Dogma, alle müssen zu uns ins Kino kommen, weil wir sind der heilige Ort, wir sind der Tempel und nur hier soll Kino stattfinden, ob das wirklich die einzig gültige Antwort ist. Also ich finde, Kinomacher könnten sozusagen auch viel mehr sich trauen, mit den Filmen nach draußen zu gehen. Gibt es zum Beispiel in Hamburg. Da müsste man natürlich, also zwei Sachen, also wenn man mit dem Film nach draußen geht, dann, was ich sehr interessant finde, dann müsste man natürlich Orte schaffen, die man in einer gewissen Weise mitsteuern kann oder kontrollieren darf, weil man muss da eine große Projektion machen können und so weiter. Und man ist in einem konsequent nicht mehr kommerziellen Bereich, was auch sehr interessant sein kann, weil zum Beispiel, also wenn man die Idee eines kollektiven Erzählens weiterverfolgt, dann
und das hat dann Georg Sesel letztens auch nochmal weiterentwickelt, kommt man dabei an, dass man sich klar machen muss, man arbeitet außerhalb von kommerziell orientierten Branchen. Das ist dann nicht Hobby, sondern es ist einfach auf eine Art postkapitalistisch sozusagen. Man müsste dann ein anderes Konzept haben und dafür würde man Orte brauchen, also sozusagen vielleicht ein kommunales Kino, so wie in Hamburg im Keller. Und davor an einer bestimmten Ecke irgendwie in Hamburg sozusagen die Tages- oder die oberirdische die Version von diesem Kino. Das wäre sehr schön, aber es ist... Ja. Naja, ich finde das gar nicht falsch, weil die jüngeren Leute gehen noch nicht in dieselben Kinos wie wir, ja, also die würden ja einen Teufel tun, aber das sind nun mal die Orte, wo interessante bestimmte Filme laufen, so, also wo gehen die jungen Leute hin, die gehen jetzt in die Multiplexe, die gehen vielleicht in mal so ein Programmkino, so, aber zum Beispiel, es gibt so eine Geschichte, B-Movie in Hamburg, ist ja, ja, so ein kleiner, wilder Laden. Und aus denen hat sich so eine Künstlergruppe abgespalten, die heißen A Wall is a Screen. Und die projizieren quasi wie so eine Art Stadtparcours auf leere Wände in der Stadt. Und da kommt da so ein Trupp von Menschen zusammen, denen wird nur gesagt, wo es anfängt. Und dann führen sie die durch die Stadt, durch diese, da wo jeweils diese Wände sind, und projizieren dahin Kurzfilme. Das finde ich viel effektiver, dieses Konzept, als all diese Bemühungen, das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, aber den Kurzfilm wieder als Vorfilm ins Kino zu bringen und so weiter. Das gab ganz viele Initiativen und Kämpfe darum, dass wieder irgendwie dem Kurzfilm irgendeine Art von Sichtbarkeit zu verschaffen, aber die Kinos, die ersticken in diesen Werbeblöcken und Trailerblöcken und da findet ein Kurzfilm auch keinen Platz mehr. So ist es einfach. Und muss man sagen, das Konzept funktioniert leider so nicht, aber den Kurzfilm wieder rauszutragen und dann muss es ja nicht immer nur rund um die Alster sein oder es kann ja auch mal schön in die Vororte gehen und da, wo eigentlich die Leute kein Kino mehr so selbstverständlich gucken, ne? Und weil ich habe das jetzt auch in Leipzig erlebt während des Dokumentarfilmfestivals, da haben die für umsonst und draußen quasi auf dem Bahnhof projiziert, in so einer Bahnhofsvorhalle. Es war 2 Grad höchstens, es war wirklich kalt, es war zugig, es war wirklich unwirtlich, aber die Leute haben konzentriert sich 1,5 Stunden da einen Dokumentarfilm angesehen. Und da waren 200-300 Leute und die haben sich hingesetzt, die hatten sich Decken mitgebracht und dann saßen die. Und dann kam immer einer mit dem Rollkoffer vorbei und wundert sich und blieb stehen. Und manche blieben länger stehen und manche nicht so lange. Aber das hat funktioniert. Wie haben die das mit dem Ton gelöst? Das kann ich dir technisch nicht sagen. Aber es ging. Aber man hörte den, also man... Aber man hat sozusagen, der Ton war so gut, dass diese Nebengeräusche des Bahnhofs nicht gestört haben. Das kann ich nur sagen. Es war jetzt sozusagen keine Kinosimulation, aber dass es erstens umsonst war, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie viele Leute kulturinteressiert sind, aber nicht jede Woche 8 Euro übrig haben. Also Kino war einfach mal billiger gewesen. Kommunale Kinos sind auch immer noch ein Tick billiger, aber so ein normales Kino kostet zwischen 8 und 12 Euro. Und das ist etwas, was sich die Leute viele auch überlegen. Nicht mehr leisten können. Und geh mal noch mit einer Familie oder so, dann bist du ja schnell eine Menge Geld los. Ich hatte mal die Idee, dass man das, oder habt die noch, dass man das über so ein iPhone machen könnte oder so ein Handy. Da muss man schon aufpassen, dass man Leute nicht ausschließt, aber die meisten haben ja so ein Smartphone. Und dann könnte man das in den normalen Alltag reinprojizieren, also zumindest im Winter, wenn es dunkler ist. Und man könnte über so ein iPhone den entsprechenden Kanal anwählen. Dann hast du natürlich nur, dann hätten die Leute guten Ton. Auch in der Straßensituation zum Beispiel, die nicht innen ist. Aber du hast natürlich das Problem, dass du dann wieder sozusagen im Kino total vereinzelte Leute hast. Ja. Du hast genau diese Reaktion, wie die anderen reagieren, so diesen Publikumskörper hast du dann nicht mehr. Also A Wall is a Screen funktioniert wirklich über Lautsprecher. Ah. Ne? Also das geht heutzutage schon, ne? Also und da kommen auch irgendwie bis zu 1000 Leute, ne? Und die machen das mittlerweile in der ganzen Welt. Die werden werden gebucht und eingekauft, die gucken sich den Ort an und die legen auch großen Wert darauf, dass sie die Filmreihe festlegen. Und die versuchen, ich habe sie das dezidiert gefragt, auch nicht nur das lustige Kino da zu zeigen, also, sondern auch da, wo hier die ehemalige Stasi-Behörde war, dann zeigen die da eben den Film, wo diese Leute gezeigt werden, die diese Stasi-Aktenschnipsel da zusammenfummeln. Ja? Und
Also der, das kann man auch gut und schlecht machen, ne? Aber wenn sozusagen der Ort und der Film nochmal eine neue Symbiose miteinander eingehen und dann noch der Zufall Leben von außen mit reinspielt, weil tatsächlich plötzlich eine Feuerwehr durchs Bild fährt oder weil tatsächlich auf einmal sich in der Wand ein Fenster öffnet und jemand rausguckt, ja? Ich glaube, mit sowas kriegt man die Leute. Das heißt, das ist aber auch immer eine Tour, die die anbieten. Das hat also sozusagen, es hat auch einen gewissen Eventcharakter. Es hat einen Eventcharakter, aber es hat immer auch einen roten Faden. Also es gibt immer auch eine Dramaturgie darin. Mhm. Also Event ist ja so ein auch inflationierter Begriff, aber wenn es quasi eine besondere Art des Zeigens ist, dann würde ich sagen, kann man Event nennen, muss man nicht Event nennen. Es ist eine Abendgestaltung und man kann die Orte unterschiedlich finden. Nicht alle müssen ein Hit sein, aber man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein ganz gelingender Abend wird. Absolut. So und die Leute kommen ins Gespräch miteinander über Filme, zwangsläufig, weil sie ja immer von A nach B laufen müssen. Und es reden Leute miteinander, die sich normalerweise nicht kennenlernen würden. Was ich auch schön finde. Mhm. Weil die Stärke von Kino ist ja eigentlich auch immer noch der Saal, wo irgendwie jemand neben mir sitzt, ob ich den jetzt mag oder nicht und ob der jetzt Popcorn auf dem Schoß hat oder nicht. Aber es gibt ein gemeinsames Empfinden. Ja? Und bestenfalls gibt es auch ein gemeinsames Lachen an den richtigen Stellen oder falschen Stellen. Also all das nehme ich ja noch wahr. Also das, was Kluge nennt, diese Testfunktion der Öffentlichkeit. Also das geht auch, wenn man das filmtheoretisch, einige sagen, dass sozusagen das Kino ist schon eine sehr starke zwangsstalinistische Ausrichtung, wie man so festsitzt und nach vorne guckt, so in der gibt es aber doch immer noch diese Qualität, dass es eigentlich noch ein Element der klassischen Öffentlichkeit ist und sich unterscheidet von dem, alles nur noch in so einem eigenen Resonanzraum unterwegs zu sein. Und ich finde, diese Qualität müsste man auch erhalten. Insofern, das wäre auch eine Aufgabe der kommunalen Kinos, die zu erhalten, wenn sie irgendwie einen Anschluss an mit solchen Verfahren, wie du vielleicht gerade beschrieben hast, an jüngere Leute finden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz praktisch dazu zurück, zu der Frage, wenn die kommunalen Kinos speziell zum Beispiel sagen, wenn wir machen mal was für mit jüngeren Leuten oder mit Filmen um 30, also die immer sogenannte, also die, das, was genau im kleinen Fernsehen spielt, die ja schöne Sachen machen, aber eben auch ganz bestimmte Sachen ganz sicher immer nicht und zum Beispiel die etwas schwierigeren oder verstörenderen oder ambivalenten, wo man nicht so genau weiß, was ist denn das eigentlich? Wenn man sich vorstellen würde, solche Filme würden tatsächlich in den kommunalen Kinos laufen, würden dann vielleicht auf Tour gehen, würden auch digital entsprechend Communities aufbauen, die involvierten Macher würden durch die Städte reisen, diese 10 Leute, sagen wir mal, und würden dann auch vor Ort ankommen. Also die Berliner Crew wäre dann auch in Freiburg und umgekehrt. Dann müssten die kommunalen Kinos schon zu mehr bereit sein, als nur zu sagen, das muss ich dann, wenn der Film fertig ist, als eine, wie hast du eben gesagt, so eine Zustimmungswelle oder so herauskristallisieren. Sie müssten schon bereit sein zu sagen, wir als Verband garantieren, dass dieser Film, sagen wir mal, eine Woche in 30 Kinos läuft. Weil in dem Moment wäre das ein wichtiges Argument dafür, dass es diesen Film überhaupt gibt. Weil man hätte dann sozusagen bei uns leider, wir diskutieren das in verschiedener Weise, aber immer noch üblichen Antragsprozedur gibt es immer die Frage nach dem Verleih. Und wenn man sagen würde, ja, wir haben einen garantierten Verleih, wir haben diesen Deal, dass das in 30 Städten eine Woche dazu müssten Sie sich zusammenraffen. Und deswegen frage ich dich sozusagen als Vertreterin des Bundesverbandes, hältst du sowas für realistisch? Also das kann man sich wünschen, aber die Realität ist schon doch noch ein Stück komplizierter. Wenn die Kinos einen Film zeigen, ich sage jetzt mal in Freiburg, einen Film, der in der Presse nicht besprochen ist, der im Fernsehen nirgendwo irgendwie mal eine Erwähnung gefunden hat, für den es keine Plakate gibt, für den es nur in meinem Flyer dann so einen Textabsatz gibt, ja, da brauchst du schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen Kino und Publikum, dass sie zu dem Film kommen und wie gesagt dann ihre 6 bis 8 Euro zahlen auf einen Film hin, der, wenn du so willst, noch keine Öffentlichkeit hat, der sozusagen aus dem Nichts kommt, ja. Also dann geht der Film auch einfach unter. Das geht einfach unter, dann haben die Kinos, wissen dann einfach, dann kommen so ein paar Zehn Getreue, so nackt funktioniert es nicht, ja. Ja, aber das würde ich auch schon voraussetzen, dass diese Filme, wenn die jetzt sagen, wir haben diese Abspielfläche, dass die sozusagen auch als Reihe sehr markant werden würden. Man würde einfach sagen, das ist sozusagen, wir diskutieren ja viel, aber das wären die 10 freien Filme, wo nicht reingequatscht wird, die also nach ihrer eigenen Logik sich entwickeln können. Die würden schon als Zusammenhang, dass wir wissen, oder es können auch 6 sein, jedes Jahr haben wir 6 solche Filme, die würden schon sehr stark beworben werden, selbstverständlich, und das müsste schon sein. Also
lieber Robert. Der Verband müsste nur sagen, wenn die Freiburger sagen, nee, bei dem Film gerade nicht oder dieses Jahr steigen wir aus. Man müsste insgesamt sagen, von 100 Kinos ist ein Drittel bereit, der Verband ist insgesamt bereit, die Garantie zu bringen, dass ein Drittel der Kinos da mitmacht, weil sofort hätte man ein wirkliches Argument, dass man ins Spiel bringen könnte. So, naja, also ich habe das jetzt 6 Jahre lang gemacht. Es ist nicht so einfach, so einen bunten Haufen wie die kommunalen Kinos, und es sind jetzt 100, das kann man jetzt viel oder wenig finden, je nach Perspektive, auf eine gemeinsame Idee einzuschwören. Das ist wirklich nicht so ohne weiteres möglich. Das hat was mit den verschiedenen Größen schon zu tun. Also wir haben ganz kleine Kinos, die spielen überhaupt nur einmal im Monat. Manche spielen nur einmal in der Woche. Manche spielen auch nur gastweise in anderen Kinos. Es gibt viele, die das schon sehr lange machen. Denen könnte man jetzt sagen, die haben sozusagen so ein bisschen ihr Spektrum, in dem sie sich immer wieder bewegen. Wir haben natürlich auch jüngere Leute, die sind oft viel mainstreamiger als die Alten, muss man mal sagen. Weil die sind dann ganz stolz, dass sie jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal wirklich auch ziemlich beste Freunde mitspielen. Immerhin in der Fassung dann mit Untertiteln. Aber wo ich sage, Mensch, warum müsst ihr euch für diesen Film nun auch noch ins Zeug legen, der nun irgendwie in der Stadt vielleicht schon in 3 anderen Kinos zu sehen ist. Ist ja sehr erfolgreich, aber so sehr, sehr breit ins Kino gebracht worden. Da müssen nicht die kommunalen Kinos noch sich eben, müssen dann nicht auch noch auf diesen Zug das aufspringen. Das haben einfach alle gemacht. So, alle wollten das auf ist den dann auch Zug. Kein also auch die aber ich sage nur, gerade bei den Jüngeren erlebt man das zuweilen. Die sind dann ganz stolz, wenn sie das sozusagen mitspielen können, weil das empfinden die dann als eine Referenz des Verleihs, der sagt, wir nehmen euch genauso ernst wie die anderen. Und ihr seid jetzt am Startwochenende mit dabei. Das glaubst du gar nicht. Also wie wichtig das vielen ist, sozusagen immer an diesem Startwochenende dabei zu sein. Mir persönlich ist das vollkommen unwichtig, weil ich finde, ich habe keinen Gewinn davon, dass ich einen Film gleich am Anfang sehe. Ich habe den nicht. Aber ich weiß natürlich, dass es viele Leute nach wie vor wichtig finden und dass die Branche das auch nach wie vor immer so zündelt. So, das ist mal nur so ein Schwierigkeitsfeld. Ich habe ein großes Plädoyer gehalten an die kommunalen Kinos bei dem vorletzten Kongress. Nachwuchs. Nachwuchs nicht nur beim Publikum, sondern auch Nachwuchs bei den Kinomachern. Und das betrifft natürlich auch so ein bisschen sowas wie, welches Programm spielen wir. Und mein Plädoyer war, dass man auch organische Übergänge beschafft, dass man sagt, man schafft Fenster. Ja? Ich finde diese Fensteridee ja gar nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel sozusagen einem Jugendclub zum Beispiel oder lass es einen Zusammenschluss von 10 jungen Leuten sein und sagt, immer montags 20 Uhr ist euer Ding und ihr könnt zeigen, was ihr wollt und fallt auf die Nase, macht Fehler, zeigt Filme, wo keiner kommt, zeigt Filme, wo sie euch die Bude einrennen, aber zeigt sie sozusagen unter einem bestimmten Label, dass ihr entwickelt, ja. Mhm. Und sowas glaube ich schon, dass das wichtig ist, so etwas langsam aufzubauen, weil die Leute, die das machen, ob das jetzt Studenten sind oder Arbeitslose oder keine Ahnung, und die müssen auch nicht immer jung sein, die können von mir aus auch cinephil oder begeistert sein, das ist ja auch eine gute Voraussetzung, aber dass man sich quasi auch die Störenfriede ins Haus holt. So, wie weit das jetzt gefruchtet hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist mein großes Plädoyer gewesen zu sagen, also man muss sich vermischen, man muss sich andere Leute reinholen und das läuft ja dann gar nicht auf der Ebene von Bezahlung oder Nichtbezahlung, sondern von etwas ermöglichen. Ja? Mhm. Und in diese Fensteridee würde eigentlich dein Gedanke von, wir holen uns an zu einem bestimmten festen Tag oder festen Zeiten oder Leute rein oder Filme rein, die sozusagen auch ein Branding haben. Also das ist, glaube ich, das... Ja, die rundreisende sozusagen so, Filmproduktion von einem Zusammenhang von 6 oder 10 Filmen, die pro Jahr entstehen, die wirklich sagen, wir entstehen außerhalb der bestehenden Tretmühle. Und das heißt in großer Freiheit. Und man lernt die der Reihe nach kennen und hat auch die Chance, da mitzumachen und so weiter. In Einzelfällen findet das natürlich andauernd statt. Es ist ja nicht so, dass die Filme nicht gezeigt würden. Aber was dir fehlt, ist ja so ein bisschen so eine Art Bündnis, was da irgendwie auch entsteht. Also man hat die Chance, als Player aufzutreten und kann was ermöglichen. Ich habe zum Beispiel auch eine Rubrik eingeführt in meiner Zeitschrift, die heißt Dokumentarfilme im Eigenverleih. Ja? Habe ich das gesehen. Ja, ne, weil es sozusagen so, es muss ja auf Dokumentarfilm gar nicht beschränkt sein, aber es gibt so viele Dokumentarfilme, die großartig sind, aber
über die Festivalrealitäten kaum hinaus. Ne? Mhm. So, da biete ich schon irgendwie sowas an und sage, alle Infos habt ihr, da steht auch noch sogar, wie viel ihr bezahlen müsst. Also diese Zeitschrift, die wird 700 Mal irgendwie gedruckt und verteilt. Da schiebe ich was an und den Ball werfe ich in die Runde oder in den Ring. Und manchmal passiert was und manchmal auch nicht. Nach diesen Jahren, die ihr überlegt, und mit Blick nach vorne, welche Filmstoffe oder Themen oder Konstellationen oder Genres oder anders gesagt, also was würdest du im Augenblick, empfindest du im Augenblick besonders als Mangel? Also wo sollte mehr passieren, nach deiner Meinung? Einfach also in der Filmproduktion. Mhm. Also ich hatte so ein besonderes Erlebnis vor 2 Tagen, da habe ich mit meiner Tochter zusammen Die Vögel geschaut von Alfred Hitchcock. Und das war für mich so ein Initialmoment, wo ich plötzlich einen Film gesehen habe, den ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung hatte. Mhm. Die Vögel kann man natürlich lesen als ein Film, der ist ein Horrorfilm, ja? So wie Hitchcock und Suspense und so weiter. Aber ich habe plötzlich einen ganz anderen Film gesehen, nämlich einen, der ganz stark davon handelt, der Sohn, der sich nicht von seiner Mutter lösen kann, Tippi Hedren, die quasi als die Verführerin von außen kommt, die also den Sohn wegnehmen will, die das Verruchte mitbringt, die immer sehr elegant, sehr schön Zigaretten raucht und die eigentlich erst in dem Moment, wo sie beschädigt ist, also da, wo die Vögel den Frontalangriff auf Tippi Hedren, dieses reine, schöne Gesicht, was die ganze Zeit so zelebriert wird, auch in so einem bestimmten Licht, erst in dem Moment, wo sie beschädigt und zerstört ist, dass da gibt es den Moment, wo die Mutter ihr sozusagen die Gnade eines wohlmeinenden Blickes erweist und sie vielleicht ihrem Sohn gegenüber zulässt. Ja? Also Slavomir Žižek hat sein Vergnügen an diesem Film, das ist mir völlig klar. Also weil der sowas Freudianisches darunter hat. Ne? Und das ist zum Beispiel, weil wir hier nur dieses Plakat von Wild auch haben. Also das fehlt mir im Kino, diese Filme, die auf einer untergründigen Ebene noch was mitwabern lassen und noch was, was sozusagen an mein Unterbewusstsein appellieren und nicht nur auf so einer Oberflächenebene mich ansprechen. Da finde ich, hat Will zum Beispiel von der Nicolette Krebitz, der hat sowas auch, ja, dieses, wer ist das Tier, ist es das Tier in uns, was ist die Wildnis, was ist Sexualität, also der Film eröffnet ja einen ganz großen Denk- und Gefühlsraum, in dem ich eigentlich nur als etwas ganz Verrätseltem rausgehe. Und das sind natürlich Filmstoffe, die kannst du ganz schlecht über einen Text beschreiben. Das kann ich nicht als ein Drehbuch schreiben, was da eigentlich letzten Endes über das Bild noch mittransportiert wird, was ich aber nicht auf einer Textebene darstellen kann, wenn ich das bei irgendwelchen Fördergremien einreiche. Und diese Art von Filmen würde ich mir wünschen, die über das Bild wieder stärker arbeiten und wo das Bild vielleicht auch was ganz Gegenläufiges zum Dialog erzählen kann und wo es auch an was anknüpft, was tiefer in uns schlummert und auch vielleicht älter ist manchmal als wir selbst. Diese Art von Kino gab es mal, gibt es auch immer wieder, aber zu selten.